So, hallo, wir machen weiter bei Icy Repentance. Ich bin immer noch süchtig nach diesem Spiel. Ich nehme so viel im Voraus auf. Also, wenn ich so weitermache, bin ich bald 2 Wochen in der Zukunft. Heute kam Part 68 raus. Der erste Einsatz von Azazel, Tainted Azazel. Das kam heute raus. Und jetzt nehme ich Part 75 auf. Sind wir bei 75? Ich glaube, wir sind bei 75. Wir sind bei 75. Letztes Mal haben wir den Lauf mit Judas grandios einfach in den Sand gesetzt. Jetzt probieren wir das einfach nochmal, würde ich sagen. Komm, wir gehen Risiko. Ja gut. Nee, ich will eigentlich schon das Buch von... Ich meine, gucken wir mal, was passiert. Gucken wir mal, was passiert. Ist wahrscheinlich kein guter Start. Aber jetzt bin ich neugierig, wohin das noch führen wird. Bin ich sehr, sehr neugierig, wohin das führen könnte. Das Book of Belial hergeben ist kompletter Schwachsinn. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich musste es jetzt ja tun. Gehen wir mal davon aus, es gäbe den Reset-Knopf nicht, ne? Dann muss ich ja auch irgendwie klarkommen. Mich würde mal interessieren, wie sich das Spiel das jetzt so vorstellt. Ja, so stellt sich das Spiel das vor. Die man dann einfach nicht spielen kann. Nee, ist natürlich Quatsch, jetzt hier weiter zu spielen, ne? Weiß ich auch. Ich will noch das Item gucken. Ich resette schon gleich, keine Sorge. Ich hasse es, in so einem langen Raum zu sitzen, wenn ich einfach nur weitergehen will. Kommen immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Vor allem, dann sind auch so dumme lange Räume mit Gegnern, die 3 Jahre lang irgendwo sind und man kriegt es einfach nicht. Ja, und dann triffst du mich noch, du blöder Wurm. Wo bist denn du jetzt? Alter. Jetzt reicht's aber so. Oh mein Gott, war das dumm. Alter, das war... Komm, wir resetten, ne? Wir resetten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Itemraum irgendwas drin ist, was mich sagen lässt. Ja, doch, den Run spielen wir jetzt zu Ende. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wir werden es gleich wissen, was im Itemraum ist. Das ist doch schon mal was. Ja, das werden wir auf jeden Fall spielen. So, haben wir das auch geklärt. Oha, okay. Eine XL-Ebene. Das heißt aber, wenn ich jetzt schon getroffen werde, sobald ich jetzt getroffen werde, ist schon Satan-Deal verkackt. Weil ich ja jetzt im Moment nur das rote Herz habe. Das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung für meine Vorhaben. Aber hey, dafür kriegen wir gleich 2 Itemräume. Und beide ohne Schlüssel, ne? Das ist natürlich schon ein Vorteil. Schauen wir mal, was im ersten drin ist. Das war der Shop. Das war kein Itemraum. Oh nö, der Raum wird mir jetzt, glaube ich, einen Treffer... Ah, ich sehe einen Treffer hier kommen. Ich sehe einen Treffer hier kommen. In irgendeiner Kombination sehe ich hier einen Treffer, leider. Ja, war klar. Das ist so dumm. Das ist einfach zu viel für mich. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. So, nee. Was ist denn jetzt hier?
Okay. Oh, beide in einem Haufen. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Jetzt nur nicht drauf gehen. Ich sehe da ein Problem, in dem nur nicht drauf gehen. Ich sehe da ein gewisses Problem. Vor allem, wenn er mich trifft. Kann er mich bitte einfach nicht treffen, das wäre cool. Sind hier eigentlich so viele Champion-Gegner schon wieder unterwegs? Was ist das? Doch, zwei Itemräume auf einmal. Das erste können wir nicht wirklich gebrauchen. Zweite kenne ich gar nicht. Let it rip. Kreisel. Dachte, vielleicht ist es jetzt ein Angriff oder so. War wohl kein Angriff. Ja, was macht der denn? Den hatte ich noch nie. Interessant. Der war neu. Ja, also mit Kane hier reingehen ist halt auch Quatsch, ne? Außer wir kriegt halt gerade dein Herz zurück. Ja, das nützt mir halt auch nichts, wenn ich nicht rauskomme aus der Nummer. Come on, man. Come on. Aber den Kreisel hätte ich gerne nochmal. Ich wüsste gerne, was der tut. Ging ein bisschen fix. Wahrscheinlich ist es so voll das OP-Item und ich habe es halt jetzt versaut, weil ich nicht wusste, wie man den einsetzt. Und halt mal testen, ob der das Feuer ausmachen kann, so. Hat sich rausgestellt, der kann es nicht. Oh, hier ist eine Bücherei. Das heißt aber, wir können Bücherwurm werden. Mit einem Schlüssel können wir Bücherwurm werden, weil zwei Bücher werden da ja wohl mindestens drin sein. Ein Buch haben wir ja schon. Perfekt. Aber ich brauche noch einen Schlüssel, um ranzukommen. Was ist das denn? Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Okay, noch einen Schlüssel, dann werden wir Bücherwurm. Das Regenbogenbaby, naja. 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 Komm, Schlüssel. Das ist nicht ganz das, was ich Schlüssel nenne. Aber mit Glück haben wir im Shop einen Schlüssel. Müssen wir erstmal den Shop finden. Mit anderem Glück haben wir vielleicht auch noch einfach hier einen Schlüssel. Vom Bombsack-Key. Oh, wir sind da noch nicht langsam genug als Judas. Jo, was? Wo kam der denn her? Still no shop found. Shop. Okay. Ja, wie schiebe ich den denn jetzt da? Okay, den kann man da so durchschieben. Aber jetzt ist halt Schluss, ne? Also den kriege ich niemals so weit. Den kriege ich niemals so weit, dass der mir jetzt da das Ding aufsprengt. Ja, toll. Da nützt mir das ja alles nichts. Okay, es gibt einen Schlüssel.
Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier auch ein Schlüssel drin ist. Ja, das war jetzt scheiße. Nee, komm. Das war schon scheiße. Das war einfach schon kein guter Start. Na, komm. Her jetzt, ich hasse euch. Wow. Ey, man könnte meinen, ich spiele auf Hard. Was ist das denn? So. Ah ja. Boah, gut, wieder ein Familiar, wie ich. Wir können bessere Items geben. Gucken wir, was noch die Ebene mit sich bringt. Schon wieder der Raum, der mich vorhin, wo ich vorhin getroffen wurde. Ja, jetzt kriege ich einen Schlüssel, weißt du, kannst mich mal spielen. Immer der gleiche Müll. Oh, jetzt haben wir wieder so einen riesigen... Ich mag riesige Räume nicht am Anfang. Die dauern so ewig. Ich mag riesige Räume später übrigens auch nicht. Aber am Anfang noch weniger. Haben wir es jetzt? Ja, okay, cool. Immer noch ein Schlüssel. Noch im Schlüssel bin ich schon einverstanden. So ist nicht, ne? Aber ich finde es schade, dass wir den Kreisel nicht... Also ich, den Kreisel hätte ich schon gerne mal in Action gesehen. Der kann bestimmt coole Sachen. Ich habe es halt nur leider verkauft. Oh, nee! Lösch dich. Ah ja. Ja, geh hier. Ja, geh dahin. Sehr gut. Perfekt. Das ist genau, was wir gebraucht haben. Finde ich gut. Immerhin. In manchen Punkten ist das Spiel dann wieder einsichtig. Immerhin in manchen Punkten. So, da ist der Shop. Eine Münze noch, dann hätten wir noch ein rotes Herz. Blaues Herz, meine ich natürlich. Eine Coin noch. Nein, och! Ey, von so einem einzelnen Ding getroffen werden, das ist so peinlich einfach. Oha. Bin ich hier safe? Ja, okay. Komm schon. Gut, gut. Okay. Ich vermute den Geheimraum. Nee, kann der an so einem Ding dran sein? Ah, wahrscheinlich ist er dann da. Jo. Jetzt habe ich keine Bomben.
Wehe, das ist nicht nützlich. Wehe, das ist nicht nützlich. Ich opfere jetzt dafür... Och, Mensch. Ich opfere jetzt dafür mein blaues Herz. Wehe, das ist nicht nützlich. Ich gerade eine Psyfly generiert? Wo kommt denn jetzt die Psy... Okay, cool. Aber wo kommt denn die jetzt her? Also, feier ich, aber wo kommt die her? Das war ja Missing Number irgendwas. Keine Ahnung. Mir soll es recht sein, ich beschwere mich nicht. Weiter im Programm. Ist überhaupt eine Psyfly? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht macht die auch irgendwas anderes. Also es sieht so aus wie eine Psy... Oh mein Gott! Nee, die macht... Aua! Die macht die Gegner für mich weg mit. Auch interessant. Also ist jetzt eine Psy... Was weiß ich, was ist... Oh, Plazenta! Nices Item, Plazenta. Nices Item. Hätten wir mal im Ultra Hard gebraucht. Aber da kriegst du sowas ja kaum. Okay. Hä? Ist das jetzt einfach in jedem... Oh, ist das jetzt in jedem Run was an... Hä? Okay. Wait, wo ist mein HP ab hin? Wait, hatte ich nicht gerade zwei... Hallo? Ich hab doch gerade... Hä? Ich hab doch gerade durch Plazenta ein zweites Herz... Hä? Was passiert hier? Wo ist mein... Wo ist mein... Wo, hallo? Kann mir jemand mal erklären, wo mein Herz hin ist? Einfach weg. Ha! Das war der Plan. Wir können uns nämlich in den Stachelraum porten. Nicht porten, aber Bomben. Okay. Ein Item. Ich weiß gar nicht, was es kann. Hat eine Karte gespawnt, aber es muss noch irgendwie mehr können. Na gut, ich hab's halt schon wieder vergessen, sorry. Oh, da ist der Dice Room. Aber er gibt jetzt halt auch überhaupt keinen Sinn, der Dice Room, keine Ahnung. Was du nochmal? Remote. Was immer du bist, ich leg dich hier gleich im Itemraum ab. Alles easy. Du wirst gleich hier abgelegt, denn du bist ein Trinket. Dafür brauche ich dich. Hör doch auf, Fliegen zu generieren, die Nerven.
Okay, Itemraum. Nach der Ebene. Jo, ojojo, hulululu, Hallöchen. Sag mal. Euch geht's aber auch zu gut, oder? Freunde. Seit wann seid ihr denn so ambitioniert? Sag mal. So. Yeah. Jetzt haben wir aber wieder kein blaues Herz. Das ist natürlich nicht so gut. Wie habe ich es denn geschafft? Schon wieder haben alle meine zwei blauen Herzen. Und wo ist mein anderes rotes Herz? Das verstehe ich nicht. Muss irgendwas mit diesem Item zu... Oh, nice. Muss irgendwas mit diesem Item zu tun haben. Ich bin aber gerade zu faul, einfach nachzuschauen. Ich bin gerade literally einfach zu faul. Aber irgendwas muss dieses Item gemacht haben, dass mein Herz weg ist. Wenn ich nur wüsste, was. Geheimraum könnte halt hier sein. Ich habe halt nur eine Bombe. Zwei. Ah, tatsächlich erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist wieder ganz gefährlich, weil das rote Feuer ganz schnell schießen kann. Das muss ich als erstes loswerden und dann kann ich aber chillen. Wenn ich das Feuer erstmal losgeworden bin. So, jetzt kann ich chillen und kann die Fässer verschieben. Ist irgendein Fass? Okay, ich kann kein Fass verschieben. Dann schiebe ich aber die Kisten so, dass sie natürlich da von dem Ding mitgenommen werden. Ich habe es letztes Mal schon gesagt oder in irgendeinem anderen Part. Es ist so nervig, dieses Verschieben. Ach siehst du, ich wollte im Itemraum die Remote liegen lassen. Naja, kann ich auch im Bossraum machen, ist egal. Vergesse ich schon nicht. Berühmte letzte Worte von mir. Passage. Ah, schade. Ich habe natürlich auf den Crawl Space gehofft. Okay, aber jetzt können wir uns das Item hier holen. Birthright. Weiß leider nicht, was es tut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es einfach genommen. Bestimmt ein tolles Item, wenn man weiß, was es macht. So. Jetzt wäre es gut, nicht getroffen zu werden. Hä? Nein, das war die Broken Remote, ne? Alter, weg mit dir. Das war die scheiß Broken Remote. Oh mein Gott, jetzt ist meine Aufladung weg. Ich hasse alles. Das war die Broken Remote. Spacebar Item. Teleport. Korrekt. Ach, scheiß Dreck. Aber das ist ein recht einfacher Boss. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ohne getroffen zu werden. Mein Gott, ey, wie dumm. Ey, wenn ich jetzt getroffen werde, ich raste so aus, ne? Weil ich einmal getroffen werden kann. Ey, das war... Ich hab ver... Wenn schief läuft, dann läuft schief. Ey, es ist doch zum... Okay, immerhin. So. Kriege ich jetzt beim nächsten Mal bitte mein rotes Herz wieder? Also irgendwas muss das ja ausgelöst haben, dass es weg war einfach. Irgendwas macht dieses Missing-No-Ding.
werde gleich mal nachlesen, aber im Moment habe ich noch keine Lust gehabt. So, also im Itemraum hier liegt jetzt die Broken Remote und da liegt sie gut. Scheiß Ding. Okay, jetzt habe ich als Kumpane dieses... Also dieses Ding gibt mir immer einen anderen Kumpan mit. Aber jetzt weiß ich nicht, wie viele Herzen ich habe. Okay. Wow! Komplett useless. Wir haben jetzt noch irgendein anderes, okay. Wir sind irgendwie im Damage gerade stärker geworden. Ich weiß nur nicht, warum. Hat vielleicht was mit Birthright zu tun. Keine Ahnung. Wir werden die ganze Zeit gerade stärker im Damage. Was ist jetzt los? Also mir soll es recht sein. Aber behalten wir diesen Damage? Bestimmt nicht. Guck mal hier, plus 0,5 einfach nochmal drauf. Jawohl. Das hat bestimmt mit dem Birthright zu tun, aber ich weiß nicht. Hä? Also was ich schon weiß, ist, dass Birthright bei jedem Charakter was anderes auslöst. Und zu Judas passt ja, dass sein Damage steigt. Keine Ahnung, ob das jetzt an Birthright... Jetzt ist es wieder zurückgegangen. Aha. Also keine Ahnung, womit das zusammenhing. Wenn wir irgendwann mal was hätten, um das Geld hier zu holen, wäre das extremst gut. Ich muss jetzt böse aufpassen, dass ich das Viech nicht... Ja, okay. Jetzt habe ich wieder Damage. Und jetzt geht der Damage wieder zurück. Also mit jedem Kampf kriege ich irgendwie... wieder... gut, das ist für Bosskämpfe vielleicht ganz cool. Weil mein Schaden konstant steigt. Innerhalb eines Raumes. Hier, jetzt sind wir bei 3,97 einfach. Das muss mit Birthright zu tun haben und das gefällt mir. Wahrscheinlich mit besiegten Gegnern oder so. Jetzt geht er runter. Hoch, runter, rauf, zurück. Jetzt geht er wieder hoch. Aha. Checkt die Anzeige nicht, aber es macht nichts. Wir machen einfach das Beste draus. Das Problem ist nach wie vor, ich weiß nicht, wie viele Herzen ich habe. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Weil es vor allem bedeutet, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt noch ein blaues Herz habe zum... Was bist du denn? More Eyes. Klingt interessant. Wir sprengen hier mal. Aha. Aha. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein Herz mehr. Das ist doch schon mal was. Also, wenn es mir nicht wieder geklaut wird. Das war knapp. Okay. Ah, okay, More Ice schießt einfach irgendwo in eine Richtung. Gut. Kann ich mit leben. Klingt jetzt nicht völlig verkehrt. Nein! Frechheit. Will ich in den Shop? Ja, komm. Okay, da ist dieser goldene Chip. Den würde ich doch gerne mir holen können. Da kriegen wir noch Geld zusammen. Ich mag das mit dem Schaden, der sich erhöht. Also Birthright ist auf jeden Fall ein Item, was man immer mitnehmen sollte. Weil sie bei jedem Charakter, wie gesagt, hat es immer... Oh, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Bei jedem Charakter hat es immer einen anderen Effekt. Oh, du bist auch fix unterwegs! Jetzt habe ich kurz aufgehört zu schießen, dann ging es wieder runter. Darf ich nicht aufhören zu schießen? Hm. Ich will auch nicht alles nachlesen, ne? Also ich will auch ein paar Sachen einfach mal... Ja, so für mich erkunden. Ach komm! Ich bin so weit weggelaufen und dann trifft er mich immer noch. Jetzt habe ich wahrscheinlich meine blauen Herzen wieder verlegt. Das ist doch kacke. Es ist doch alles kacke. So. Großer Bossraum. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber wir gehen erstmal rein. Was
kann schon schief gehen. Double Trouble. Ja, ich sag ja, großer Boss auch. Oh, okay, wir machen ihr mal den hier. Scheiße. Aber einfach aus dem Grund. Fuck. Oh man. Ich wollte aber gerade sagen, einfach aus dem Grund. Ja, guck mal hier. Ne? Der Damage geht übelst hoch. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert einfach. Und da ist mein Engelraum. Das ist doch schon mal was. Full health. Excellent. Das wäre jetzt nochmal Bad Trip gewesen. Wir waren also bei einem halben Herz. Will mir das Spiel damit sagen. Das sind beide Spacebar-Items. Ich bleibe aber bei meinem Buch. Ist eins davon eins, was zur Seraphim-Transformation führt? Ich nehme das Buch mit, weil dann haben wir die Chance auf Bücherwurm, aber ich nehme die Bibel nicht mit. Also ich nehme das Buch aber nicht mit, so rum ist der Satz richtig. Ah, und wir lassen gleich mal den Kollegen hier liegen. Wobei wir ja eh schon eines haben liegen lassen, aber zur Sicherheit. Sicher ist sicher, ne? So, na gut, eigentlich haben wir alles gesehen. Na, ich könnte noch gucken, ob ich in den Stachelraum welche reinporten kann. Das könnte ich noch gucken. Aber das heißt, wir haben jetzt keine blauen Herzen aktuell mehr, ne? Sehe ich schon richtig. Habe ich alles verloren. Geht das jetzt auch wieder so ein ganz merkwürdiger... Ja, ich wollte gerade sagen, ganz kritischer Raum. Ach, ich hasse es. Glück liegen die Herzen, rote Herzen rum. Ich kann mich erst wieder aufladen. Alles gut. Wisst aber schon gern, wie viel Energie ich habe. Ganz merkwürdige Geschichten hier wieder. Ah, nee. Ich hätte die Bibel mit... Nee. Na gut, aber ich meine... Ja, blöd. Blöd. Alles doof. Okay, aber jetzt können wir uns die goldene Karte holen. Aber alles doof. So, was gibt's hier unten? Nix Gescheites. Wiedersehen. Aber da können wir jetzt jedes Mal reingehen. Gucken. So. Damit sind wir wieder full. In dem großen Raum werde ich jetzt nicht noch nach Geheimraum suchen. Das ist drei Möglichkeiten, theoretisch. Ne, vier Möglichkeiten. Es gibt vier Möglichkeiten. Ich habe vier Bomben. Nein, danke. Das lassen wir schön alles sein. Okay. Ich habe zwei Herzen. Und jetzt habe ich den Kollegen um mich rum. Habe ich immer noch diesen Rage-Effekt? Müsste schon, ne? Ja gut, so natürlich nicht. Aha, aha. Und deswegen habe ich nämlich die Bibel geholt. Weil jetzt werden wir nämlich Bücher holen. So ein Ding ist das. Okay. Die versuchen wir mal rauszubomben. Oh, das ist auch cool. Ja, aber jetzt haben wir plötzlich solche Dingsbomben. Irgendwas ist mit dem... Also irgendwas geht hier ganz komisch vonstatten. Wieso habe ich jetzt diesen Bluteffekt? Ich habe irgendwelche neuen Sachen und es passieren einfach Dinge. Die
schon irgendwo ein Herz rum? Nein. Wait, ist das der... Das ist der Glasscherben-Effekt. Das ist jetzt gar nicht gut, weil dann... Ja. Ich blute ja so lange, bis ich dann Dings einsammle. Uah! Okay. Alter, ich raff überhaupt nichts mehr. Das war nicht gut. Ich bräuchte jetzt ein rotes Herz, ne? Okay. Also kriege ich einfach irgendwie... Ich meine, jetzt ist dieser komische Wut-Effekt weg. Dann hat es mit Birthright überhaupt nichts zu tun. Ich dachte, es hätte was mit Birthright zu tun, aber das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Das war wahrscheinlich der Rage, also dieser Blood-Rage-Effekt oder so. Und dieses Item gibt mir einfach irgendeinen Random-Effekt und deswegen hat es mir vielleicht auch das eine Herz weggenommen. So. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Doch einfach nur in einem ganz normalen One zu meinem Dings kommen. Meinem Tainted Judas. Mehr will ich doch überhaupt nicht. Spiel. Gönn mir das Spiel! Das Spiel nimmt und das Spiel gibt. Alter, es ist... Okay, da haben wir nachher nochmal ein Trinket zum Rumliegen. Oh. Eine Bombe opfern, eine Bombe, zwei Bomben... Wieso war das jetzt eine Blut... Ich gucke jetzt ganz kurz nach, was dieses Missing No macht. Ich werde bekloppt hier. Wahrscheinlich wisst ihr es alle und denkt euch so, ja komm, du kennst dich halt wieder nicht aus, Kollege. So. At the start of each floor, this revolves. Ach du Scheiße. Das rerollt alle meine Items und gibt mir ein neues Item. Und rerollt auch meine Stats. Ich habe immer wieder neue Items. Ach so. Du bist immer wieder jemand völlig anderes. Ach so, jetzt sehe ich das auch erst am Rand. Was ich jetzt alles angeblich habe, davon merke ich nur nichts. Jetzt für... Oh, ich habe da... Okay, da müsst ihr mal an den Rand gucken, wenn wir in der nächsten Ebene sind. Dann bekomme ich völlig neue Items oder auch neue Stats. Das heißt eigentlich... Ach du Scheiße. Bringt mir das jetzt alles herzlich wenig. Gottes Willen. Aber jetzt verstehe ich das, was da passiert. Aha. Okay, ich muss an den Schlüssel rankommen. Es hilft nichts. Ich brauche unbedingt den Schlüssel. Ich hab grad schon gedacht, der sieht irgendwie böse aus. Weiß nicht, ob der mich hätte getroffen oder nicht, aber dann haben wir auch noch Regenbogenbomben, ich verstehe. Ja, stimmt, da ist das Item am Rand mit den Regenbogen. Ja, ja. Und diese scheiß Glasscherbe haben wir. Jetzt sehe ich sie auch. Ich habe nicht auf die Items geguckt in dem Moment. Das war natürlich, oh je, oh je. Oh je, oh je. Ich krieg kein Herz. Ja, cool. Das heißt aber, ich nehme jetzt... Entschuldigung. Entschuldigung. Das heißt... Entschuldigung. Gott. Ach so. Ja, beim halben Herz hört er auf. Nice.
Ja, das war's dann. Das war's dann, wir können zum Boss gehen. Cool. Oh, man. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Na gut. Es ist, wie es ist. So. Einmal das Book of Belial. In der Hoffnung, dass wir nicht drauf gehen. Und ich meine, die nächste Ebene ist dann ja komplett random, so du kannst alles Mögliche bekommen. Und je mehr Items du hast, umso krasser ist der Reroll natürlich, das ist klar. Du könntest jetzt... Alter, wir kriegen einfach... Aber das HP-Up nützt mir dann jetzt nicht mal. Selbst das Engel-Item nützt mir dann... Yo, ich will... Kann ich das bitte behalten? Darf ich Holy Shield bitte? Aber wisst ihr, was wir dann jetzt machen? Wenn wir eh Items rerollt bekommen, dann hole ich mir mehr Items. Ups. Aber dann habe ich jetzt noch ein Item mehr, was rerollt werden kann. So, und schnell Abflug hier. Ab. So, was passiert jetzt? Ich blute noch. Wieso blute ich noch? Ich habe die Glasscherbe schon längst weg. Ich blute einfach noch. Ich habe jetzt einen Roboter dabei. Ich habe jetzt ein Leben mehr. Aber ich muss das Bluten abstellen. Ich muss ganz schnell das Bluten abstellen. Nee, Mann. Oder blute ich jetzt einfach so? Und krieg keinen Abzug, weil das Item schon weg ist. Also, habe ich jetzt den Bluten... Nein, okay, ich krieg weiterhin Abzug. Ich brauche bitte ganz schön ein rotes Herz. Das ist kein rotes Herz. Jetzt hat sie was ausgelöst. Ah, ich habe irgendwas... Ah, ich habe die Plazenta. Oh mein Gott, wie sich das einfach ergänzt. Ich habe die Plazenta. Glück gehabt. Alter. So, was haben wir denn alles? Wir haben ordentlich Damage. Wir haben das eine Leben mehr. Ja. Ach so, der Schlüssel wird nicht rerollt. Ich verstehe. Dann hätte ich den gar nicht holen müssen. Gut, aber der erhöht immer noch meine Engelchance. So, aber wir haben jetzt zielsuchende Tränen. Das ist natürlich cool. Na, zielsuchende Tränen feiere ich. Aber, also insgesamt keine gute Wahl, dieses Item mitgenommen zu haben. Aber ich habe es ja gar nicht... Stimmt, ich erinnere mich gerade. Ich habe es ja gar nicht gesehen, das Item. Ne? Ich habe es ja gar nicht gesehen. Ah, ich habe kein Dings. Okay. Ach, und ich habe diesen komischen Rasierer um mich rumfliegen. Leider komplett vergessen, was der so tut. Ah, Plazenta ist gut. Gutes Plazenta. Raphis Plazenta. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche ganz... Oh, ich hätte das liegen lassen. Ach nee, weil wenn ich jetzt getroffen werde, passiert nichts mehr, weil ja dieser Effekt weg ist, ne? Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Jetzt sollten wir safe sein. Aber ich will es gar nicht rausfinden. Wir werden einfach nicht getroffen. Okay, cool. Ich brauche keine Bomben. Ich brauche Schlüssel. Was ist das denn hier wieder für ein Raum? Schön langsam durchlaufen. Okay, alles cool. Oh, hier ist schon der Boss. Gut, dann gehen wir aber jetzt gleich zum Boss. Weil wir im Moment eine recht schöne Chance auf... Jo, wie komme ich denn an euch bitte? Okay, das macht der Roboter. Okay, der Roboter macht es nicht. Ah, jetzt kommt ihr raus. Okay. Ihr musstet euch erst entscheiden, rauszukommen. Ich verstehe. Sehr schön. Ja gut, dann gehen wir doch gleich zum Roboter. Zum Bossi. Ach, guck mal, was ich da sehe.
ich gar nicht wahrgenommen vorhin. Nice. Okay, Bossfight. Ja, das ist jetzt schön damage-technisch hier. Passt alles. Kann man anbieten. Tschüss. Engelraum! Schade. Aber ich meine, die Chance war auch nicht so hoch, ne? 25, also ein Viertel. Viertel knapp. Knapp ein Viertel war's. Okay, noch schnell Itemraum und dann weiter. Wie gesagt, je mehr Items ich habe, umso interessanter ist der Reroll. Aber ich kann dann leider nicht mehr nach Strategie spielen. Weil wie ich einfach erstmal überhaupt nicht gerafft habe, was los ist. Gut, ich hätte es auch bis jetzt nicht gerafft, weil ich das Item halt nicht so gut kenne. Aber jetzt verstehe ich zumindest, was los ist. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Keine Bombenschlüssel. Mein Gott. Hilfe. Aber interessant, dass auch das Buch zumindest bleibt. Hast du das Book of Belial bleibt auch, obwohl es ja eigentlich ein relativ normales Item ist. Aber das scheint zu bleiben. Vielleicht weil es das Start-Item von ihm ist, dass das nicht rerollt wird. Könnte natürlich sein. Ja, das ist alles cool, aber leider kein Schlüssel. Junge, 13 Bomben und kein Schlüssel, das kannst du keinem erzählen. Yes! Jetzt bin ich schon wieder in diesem Modus, wo ich mir denke, aber nein. Lass mal schön bleiben. Emperor, okay. Da unten ist der Itemraum gewesen. Yo, das wäre so ein nices Item, wenn wir es behalten könnten. Und wir können es einfach nicht behalten, weil es uns gleich rerollt wird. Och, Mann. Es ist doch kacke. Es ist doch komplett kacke. So, aber wir haben genug Bomben. Ich brauche nur eine Bombe für die Fool-Karte. Aber die haben wir. So, drück die Daumen, dass wir was Gescheites rerollen. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie so einen Scheiß wie Broken Mirror oder so einen Müll. Aha! Ich weiß nicht, was ich freigeschaltet habe und warum. Aber ich hab's. Okay, wir haben Piercing Show. Oh, yo! Wir haben Wafer. Wir haben... Ey, wir haben das Dings hart. Das hier, weißt du schon? Yo, sicke Sachen auf jeden Fall. Sickes Zeug. Okay, lassen wir erstmal. Oh, und wir sehen, wo ein Geheimraum ist. Welches Item? Ach so, weil wir die Blue Map haben. Okay, alles klar. Alter! So, ich würde dann jetzt gerne wieder einen Schlüssel haben. Oh.
Interesting, aber ich komme an den leider nicht ran. An das Fass da. Ich das Fass da irgendwie rausgeschoben? So vielleicht? Ja, ohne ihm jetzt hier Bomben ins Gesicht zu schmeißen. Weil ich muss euch töten. Ne? Ich muss euch Typen töten. Nice. Den da nicht, ne? Nur die anderen. Hab ich ein bisschen verwechselt das eine Mal. Habe ich ein bisschen verwechselt, wen ich töten. Aber Alter, was ist das denn für eine OP-Zeug? Also richtig nice. Aber das... Gut. Aber man kann halt auch komplett Müll rollen, haben wir ja gesehen, ne? Aber ist schon lustig so. Ich sag ja, nee, in den Würfelraum gehe ich nicht rein, weil ich möchte nicht rerollt werden. Und ich reroll mich einfach selbst, indem ich dieses Item einsammle. Sehr gut. Und zwar jede Ebene, nicht nur einmal. Oh Mann, ich würde das so gern behalten, was wir jetzt haben. Ich meine, wir werden auch so hoffentlich gutes Zeug bekommen, aber es ist schon insane gerade. Es ist schon richtig insane gerade. Und jetzt geht es halt wirklich dann nur um die Anzahl von Items. Oh, oh, oh. Ich wollte nicht reingucken. Da taucht einfach ein blaues Herz auf. Jetzt geht es halt nur um die Anzahl von Items. Deswegen... Ist jetzt egal, ob das Item, was jetzt hier kommt, gut ist oder schlecht ist. So, ich nehme es auf jeden Fall mit, weil Anzahl. Ja, je mehr Items ich habe, umso mehr wird rerollt. Umso mehr schlechtes Zeug kann natürlich auch dabei rauskommen, das ist schon klar. So, wir haben immer noch nicht den Totenkopf gefunden. Ich habe noch nichts, womit ich mich zurückporten kann. Wenn ich jetzt auf Q komme, ist alles vorbei. Weil im Moment habe ich die Emperor-Karte. Die will ich nicht. Wo ist der Totenkopf mit dem X? Oh, hier ist der Geheimraum. Interesting. Jetzt haben wir wieder ein paar mehr Schlüssel. Das ist natürlich ganz cool. Ein paar mehr Schlüssel zu haben. Yo, ich kann mich in den Dings porten. Bomben. In den Stachelraum. Grundsätzlich würde ich es niemals mitnehmen, aber es wird rerollt. Es wird rerollt, also nehmen wir es mit. Es ist ein Item mehr. Und es könnte jederzeit ja auch im Reroll vorkommen. Und hier ist übrigens das, was ich brauche. Da habe ich die Bombe gerade versehentlich etwas verschossen. Aber nicht weiter schlimm. So, hier ist The Fool. Jetzt auf zum Boss. Haben wir den Boss schon gefunden? Nein. Aber da hinten... Oh, da hinten ist der Geheimraum. Der zweite Geheimraum. Dann ist vielleicht der Boss da in der Nähe. Dann gehen wir mal in die Richtung. Das wäre natürlich cool. Ja, tatsächlich. Alles richtig gemacht. Alles richtig vermutet vor allem. Okay. Hier noch den Geheimraum holen. Oha. Oha. Jetzt passieren hier erstmal wieder wilde Dinge. Wo ist meine Karte? Ich darf jetzt nichts versauen. Okay, Companionship kann man einsetzen, da passiert nichts. Passage kann man ausprobieren, da passiert auch nichts. Karalas jetzt nicht. Nehme ich nachher mal kurz mit. Machen wir erstmal den Bosskampf. Machen wir erstmal den Bosskampf, dass ich nichts versaue hier. Moin. Ciao. Ey, wir hatten 91,3% Chance auf Angel und es kommt einfach nicht. Frech. Aber gut, meinetwegen. So. Einmal bitte öffnen. Und dann würde ich jetzt noch gerne den Shop besuchen.
Den wir noch gar nicht gefunden haben, ne? Stimmt, den haben wir noch gar nicht gefunden. So, aber vorher... Das ist Quatsch. Die kann ich einfach einsetzen. Da Purity. Kann ich auch einfach einsetzen. Oh, das ist eigentlich egal, weil die Stats sich ja eh verändern. Okay. Und ich weiß schon, in welchem Raum ich Haggalas einsetzen möchte. Ich habe da schon mir was ausgedacht. Beziehungsweise, ich habe mir schon einen Raum... Ich habe schon einen Raum auserkoren für Haggalas. Und zwar der mit den ganz vielen Totenköpfen. Der große. Der ist dafür prädestiniert. Der da. Irgendwo was Cooles gespawnt? Nö. Echt jetzt nicht? Oh. Sehr nice. Ein Item mehr. Das ist, was ich meinte. Riskant übrigens die Emperor-Karte mitzunehmen. Ich werde die mal gleich wieder ablegen. Ich lege die gleich wieder ab. Ich lege die gleich wieder sowas von ab. Weil wenn ich jetzt auf Emperor komme, komme ich nicht mehr zurück. Ganz riskante Geschichte. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Nee. Okay, Pin. Pin-Kampf. Ja, war klar. Ey, ich möchte bitte so OP in die nächsten Ebenen weitergehen. Aber ich meine, wir werden... Ich meine, es wird uns alles rerollt. So, wir können eine komplett neue, krasse Kombination, eine noch krassere Kombination theoretisch bekommen. Wahrscheinlich kam dadurch auch das Achievement zustande. Wahrscheinlich haben wir irgendwas in Kombination jetzt, was das Achievement ausgelöst hat. Und ich habe halt keine Ahnung, was. Ne, es gibt ja zum Beispiel auch ein Achievement für zwei Tech-Items. Stellt euch vor, ich reroll jetzt einfach zwei Tech-Items gleichzeitig. Dann kriegen wir das Achievement wahrscheinlich. Das ist insane. Das ist eigentlich voll gut. Wenn man begreift, was das Item macht, ist das eigentlich voll gut. So. Spielen wir noch eine Runde, ne? Aber was bringt's eigentlich? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen weiter. Gehenna diesmal, nicht Mausoleum, okay. Wir haben immer noch die Blue Map? Ne, wir haben irgendwas anderes. Oder der Effekt von der Blue Map bleibt einfach bestehen. Kann natürlich auch sein. Wir haben Giftbomben. Ordentlich Damage auf jeden Fall ist am Start. Herzentechnisch nicht so geil. Herzentechnisch überhaupt nicht so geil. Oh, wir können fliegen, sehe ich gerade. Wir können fliegen. Das ist gut. Ja, okay. Ja, Schüsse sind wieder relativ normal. Na gut. Muss man mitleben, ne? Oh Gott. Alter! Und ich hab... Ach so, immer wenn ich getroffen werde, krieg ich... Ne, komm zu Viechern. Das habe ich auch dabei. Okay, alles klar. Jo, aber energietechnisch nicht so geil. Energietechnisch überhaupt nicht so geil. Will ich nur mal kurz gesagt haben. Da müssen wir jetzt böse aufpassen. Ja, weil die auch die Kacke dabei ist und so weiter. Alles böser Kram hier. Ach nee, wenn Gegner besiegt werden, dann machen die solche Viecher. Aha, okay, ich verstehe. Für jeden besiegten Gegner passiert sowas. Okay, dann gehen wir mal in den Geheimraum. Okay, nicht unbedingt, was ich wollte, aber den kriegen wir schnell down. Alles gut. Alles gut. Aber energietechnisch nicht so geil. Mit der Energie habe ich jetzt ein bisschen Probleme hier. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Dass sie mir einfach so viel Herzen abziehen können, ist kritisch. Ah, ich habe schon wieder vergessen, dass ich ja fliegen kann. Cool. Aber dass sie mir so viel Herzen abziehen können, ist kritisch. Bin ich ganz ehrlich. Ja! Weil das nimmt mir im Prinzip jegliche Sicherheit. Das nimmt mir jegliche Sicherheit, dass ich nie mit vollen... dass ich egal wie viele Herzen ich habe... Oh boy! Okay. Das nützt mir jetzt überhaupt nichts. Ich wäre halt gern noch zum Shop gekommen, aber ich bin ganz ehrlich, wir gehen. Wir gehen. Den Itemraum bekomme ich sowieso noch mit. Und ich will jetzt mal sehen, wie ein Trinket zu dem Dings wird. Das schauen wir uns jetzt mal an. Will ich jetzt mal sehen. Ja, okay, es taucht halt einfach das Neue. Yo! Ist das die... Ich hab die scheiß Perle, aber ich hab 9 Lives. Ich hab die scheiß Perle. Was ist das denn für ein Müll? Oh Gott, die will ich überhaupt nicht. Oh Gott, ich hab die dumme Perle. Und ich bleib bei den Herzen. Ich meine, ich kann jetzt ein paar Mal sterben. Es ist jetzt nicht so schlimm. Aber es sollte nicht unbedingt sein. Ja, okay. Da gehe ich doch gerne rein. Zum Glück ist die Ebene kurz. Wo wir die Perle haben. Ey, ich flipp so aus, ne? So, ich darf halt einfach nicht getroffen werden, während ich mich auflade. So, das ist alles. Zum Glück ist die Ebene sau kurz. Wo ist die Tür? Kann ich mich eigentlich auch einfach rausbomben? Hat jetzt die Bombe verschoben? Okay, ich kann mich einfach rausbomben. Oh, Gott sei Dank. Abflug. Ciao. Ei, oh nein, jetzt habe ich gar kein Herz mehr. Oh Gott, das ist kritisch. Ist das kritisch? Was wäre denn jetzt, wenn ich keine blauen Herzen gehabt hätte? Was wäre denn da jetzt? Holy shit. Das ist ja richtig kritisch. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben aber immer noch 9 Lives. Ich habe immer noch die Perle. Wieso geht die Perle nicht weg? Oh mein Gott, wieso geht die Perle nicht weg? Sag nicht, das ist jetzt ein Item, was konstant da bleibt. Dann gute Nacht. Oder ist es einfach Zufall und die kam halt wieder? Darauf hoffe ich jetzt mal eher. Und ich lade auch noch so langsam auf. Ich darf jetzt auf keinen Fall getroffen werden. Ich habe nur 2 blaue Herzen. Raumhammer. Ah, ich habe so viele Bomben, ich werde mich wahrscheinlich durchbomben. Ich bin ganz ehrlich. Hä? Ah, okay. Es können auch solche Räume auftauchen. Interessant. Wissen wir aber nichts. Okay, den Raum sollten wir hinkriegen. Ja, easy. Okay. Zum Glück auch das wieder eine kurze Ebene. Ey. Okay, das Vieh sollte auch laufen. Ja, passt. Ciao. Du bleibst schön, wo du bist, mein Freund. Wir versuchen mal ein paar schwarze Herzen noch zu bekommen. Schade.
Okay, Abflug. Bitte neuer guter Reroll. Die scheiß Perle bleibt einfach. Aber zum Glück bleibt Guppy. Aber die Perle bleibt. Das ist nicht geil. Aber zum Glück bleibt Guppy auch. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Die Perle bleibt. Aber Guppy bleibt auch. Junge, 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 Junge. Okay, ich muss gucken, wo ich noch so einen Crack Key habe liegen lassen. Ich weiß, in Basement 2 dürfte einer liegen. Aber ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass das der andere ran war und ich hab's jetzt verpeilt. Das wäre nicht so geil. Aber ich meine, ich habe ein paar liegen lassen, Crack Keys. Ich müsste ein paar haben liegen lassen, sonst wird es jetzt kritisch. Was ist denn jetzt los? Die Perle ist immer noch da. Jetzt ist Guppy weg. Yo. Es gibt so coole Kombinationen einfach. Jetzt ist Guppy wieder weg. Scheibenhonig. Also kann die Perle trotzdem auch wieder verschwinden, oder wie sehe ich das? Was ist denn da in der Mitte? Oh mein Gott, alles klar. Da ist ein Crack Key. Okay, den werde ich jetzt nicht mehr hergeben. Den werde ich jetzt nicht mehr hergeben. Ciao. Yes. Wichtig für die Ebene. Wichtig für die Ebene. Ja gut. Das könnte ja trotzdem vielleicht ja ein Herz geben nächstes Mal. Wenn wir, selbst wenn wir keins bekommen, vielleicht bekomme ich dadurch eins. Alter, der macht die einfach one-hitted. Der one-hitted die einfach. Das ist so ein geiler Strahl. Holy shit. Was es für coole Kombinationen einfach geben kann, ne? Wie geil das einfach aussieht, weil die durch alle möglichen Dings durchgehen. Ne, hier, das sieht so geil einfach aus. Das sieht so insane cool aus. Okay. Okay, Abflug. Ganz schnell weiter. So, ich hoffe, meine Theorie ist die Scheißperle ist einfach immer noch da. Da wäre der andere Crack Key, das meinte ich. Also da haben wir noch einen. Wo ist die Tür da? Oh, ich treffe die halt so nicht, ne? Okay. Kann ich durchschießen? Nein. Ah, jetzt. Muss nur das Feuer loswerden. Habe ich nicht gerafft. Wir aufladen. Feuer frei. Ich darf halt nur nicht getroffen werden, wenn ich gerade irgendwo oben bin. Dann ist alles in Ordnung. Ich meine, das Ding ist, ich verliere es eh wieder. Aber für die Ebene ist es halt dann trotzdem gut. I don't know. Okay, der Raum war Müll. Aber das ist ja... Boah, das ist so kritisch, wenn alles... Wenn das ist genau das, was ich meinte. Wenn alles rerollt wird, es kann gut gehen. Oder? Und es kann kompletter Müll werden. Das ist genau, was ich meinte. Ich gehe trotzdem in die Itemräume rein, weil vielleicht tauchen plötzlich neue blaue Steine auf und so. Oh Gott, das wird jetzt... Hier sollte ich vielleicht einfach rausgehen. Nope, alles ging gut. Ich darf ja nur nicht getroffen werden, wenn ich mich gerade auflade. Ansonsten ist ja alles in Ordnung. Na, nur dann portet er mich weg. Wenn ich eh so schnell schießen kann, dann ist das alles nicht so schlimm. Alles halb so wild.
So, und hier müsste jetzt auch nochmal ein Crack hier rumliegen, für den Fall, dass ich es versaut hätte. Die Perle ist, der Perleneffekt ist weg. Wir haben das Schwert, lol. Okay, die Ebene wird easy. Wir sind einfach Zelda. Naja, wir sind nicht Zelda. Zelda sowieso nicht, Link, wenn dann. Ich verliere zwar gerade konstant einfach irgendwelche Stat-Werte, aber keine Ahnung warum. Ist mir auch egal. So, da ist wieder das Tannenzapfen-Sprungvieh. Geh weg! Ah ja! Oh, ich habe aber wieder Leben. Dafür habe ich wieder die Leben, lol. Auch witzig. So, du hältst echt viel aus, Kollege. Der hat mir meine ganzen blauen Herzen jetzt geklaut. Frech. Nicht gut vor allem, nicht gut. Weil ich ja auf die roten Herzen mich überhaupt nicht verlassen kann. Ich muss mich eigentlich auf die blauen Herzen verlassen. Ah, schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich meine, hier in der Ebene kann ich mich auf die roten Herzen noch verlassen. Da habe ich jetzt ja 3. So, das ist nicht das Problem. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Nein, gib mir doch Herzen. Okay. Ich hoffe, wir kriegen genug rote Herzen. Sonst wird Basement 1 jetzt eine Katastrophe. Und ich hoffe, wir behalten Guppy. Okay, Herzen sind gut. Wir haben keine... Wir haben keine furchtbaren... Wir haben keine furchtbare Kombination. Oh mein Gott. Wir haben keine furchtbare Kombination, im Gegenteil. Wir haben sehr gute Kombinationen. Eieieiei, schnell den Lichtstrahl finden und dann ab hier. Yo, jeder von denen wird jetzt einfach so ein Viech. Auch interessant, ne? Strange nützt mir nichts. Emperor nützt mir auch nichts. Okay, weiter. Ah, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Ich meine, das Ziel ist ja nicht, Beast zu besiegen. Wir wollen ja einfach nur mit Judas... Wir wollen ja einfach nur den Tainted Judas holen. Mehr will ich ja gar nicht. Und das sollte jetzt hinzukriegen sein. Das sollte jetzt hinzukriegen sein. Das sah zwischendurch wirklich noch ein bisschen kritisch aus. Bin ich ganz ehrlich. Zwischendurch sah es noch ein bisschen kritisch aus. Aber jetzt bin ich guter Dinge. Ja, wir haben Judas. Wir haben Tainted Judas. Oh mein Gott. Sheesh. Ja, nice. Ein ganzes Herz für den Kampf dann am Ende. Das kann schon schief gehen. Ich habe nicht mal Leben mehr bekommen dafür. Es ist... Es ist echt traurig. Oh, wait, gibt's jetzt nochmal einen neuen Effekt? Also zählt es jetzt als eigene Ebene? Nein, schade. So. Open up. Hey, Judas. Das wollten wir. Mehr wollten wir nicht. Jetzt, also das kann ich nicht schaffen. Also das erwartet jetzt hoffentlich nicht, dass ich jetzt durch... Ich meine, das sieht super cool aus. So, aber ich meine, ein Treff und ich bin tot. Ja, sorry. Was soll ich tun, ne? Also, was soll ich tun? Ich kann nochmal kurz hier gucken, ob ich da noch irgendwas holen kann, aber nee. Das ist jetzt, das ist nicht schaffbar. Das ist nicht schaffbar.
Das ist nicht schaffbar. Ich weiß gar nicht, was das für ein cooles blaues Viech ist, was mir da folgt. Sieht auf jeden Fall witzig aus. So. Ja, lustig. Ja, scheiß drauf. Wir haben, was wir wollten. Mein Gott, was war das für ein komischer Run. Alter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.